Hallo zusammen und willkommen zurück zu Sky Adventures mit dem Castcrafter. Hallöchen! Und ihr hört schon, ich habe wieder Störgeräusche im Mikro. Nein. Nein, das ist die Maschine hier. Das ist voll geil. Also ich habe mal ein bisschen Industrial Craft angefangen, weil die Dinger brauchen echt lange, bis sie die Packung mal gemacht haben. Also man muss sie erst craften, dann werden die komprimiert und ja, und da drin ist quasi ein Generator, nämlich ein Kohlegenerator, weil der Industrial Craft keinen anderen Strom hier möchte. Yay! Bisschen schade, aber das ist halt so, ne? Und wir nehmen jetzt mal die fertigen Sachen schon mal raus und gucken mal, wie weit wir kommen, weil es gibt hier eine coole Rüstung, die man bauen kann. Und das ist quasi die Quantum Suit. Quantum Suit. Die kann man nicht so bauen, Junge. Junge. So, und da muss dann erstmal Rubber Boots machen. Also wir fangen jetzt erstmal an. Also ein paar Sachen muss ich auch noch craften. Ich habe jetzt nicht alles vorbereitet, nur mal so zur Erinnerung mal so, ne? Ja. Dann haben wir die Nano Suit Boots. Und ich glaube, im Megaprojekt war das quasi das super krasse Ding hier. Mega. Ja, stimmt, weil man daher auch schon fliegen konnte, ne? Ja, genau. Brauchen wir jetzt hier noch so ein Advanced Circuit. Da war es aber ein bisschen komplizierter, weil jetzt ging es auch relativ easy mit dem Iridium. Ich habe ja die ganze Zeit so Loopbacks öffnen lassen, bis zwar genug Karten. Ja, auch sehr, sehr viel, muss man mit dazu sagen. Sehr, sehr viel. Und so, der Labtron Crystal am Start. Ah, was fehlt denn da noch? Achso. Ah, Iridium Reinforced Plate ist immer super geil. Ja. Ja, da brauchst du halt immer 4 von diesen Platten, die neben mir gemacht werden, und 4 Iridium. War halt im Megaprojekt auch mega krass, bis man das überhaupt hatte. Ja, vor allem war das halt genau das, was dann. Ich meine, an sich ist Industrial Craft eine coole Mod. Aber was halt wirklich nervt, ist dieses ganze Mini-Gecrafte die ganze Zeit. Ja, genau, wenn man mal hier den Quantum Suit Body Armor guckt. Da sind halt sehr, sehr viele Teile drin. Und wenn man diese Nano-Suit Body Armor nimmt, dann muss man erstmal diese Rüstung bauen. Ja. Um die dann abzugraden. Und vorher braucht man den Crystal noch und 4 von denen hier noch. Also ist schon hart. Ich hoffe, ich habe auch genug. Dann brauchen wir noch ein Jetpack. Ach du Heilige, warte mal. Brauche ich eine Batteriebox? Ah, da brauche ich Batterien. Voll gut. Das ist, was der Heiko meinte. Ja, ich habe dir hier trotzdem schon mal ein paar andere Sachen vorbereitet. Werf ich dir mal zu. Ah, okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, alles gut. Eine Sache fehlt allerdings noch. Das ist, was wirft er denn mir da? Aber dann dachte ich so, okay. Jetzt habe ich den verstanden. Battery Box? Hey, was fehlt denn da noch? Ah, hier, Iron Platen. Das ist ganz gut, weil die Sachen gibt es auch von Thermal Foundation. Deswegen sind Iron Plates quasi drin. Die kann man automatisch craften. Beziehungsweise werden die einfach nachgeschoben. Electric Jetpack. Nice. Dann brauchen wir noch hier so einen Labtron-Kristall. Jetzt ist das schon wieder gecrashed. Echt? Was hast du denn gemacht? Wo hast du reingeguckt, Heiko? Da ich glaube, das ist, wenn ich D eingebe. Warum? Wenn ich D im Crafting Grid eingebe. Ah, wenn du da nach so, lol. Weil gerade habe ich nach Draconic gesucht und jetzt wollte ich nach Industrial suchen. Ja. Und jetzt ist er wieder hier, ne? Weggecrashed. Das mag der dann scheinbar nicht. Na, anscheinend nicht. Aber weißt du was, ich crafte trotzdem weiter. Quantum Suit. Ah genau, der Helm wird jetzt nochmal richtig gut, wie man sehen kann. Da brauchen wir 2 Iridium. Ah, jetzt habe ich so wenig Platten, aber die werden ja gerade neu gemacht. Dann braucht man so einen Scuba-Helm. Wie sieht der denn aus? Warte mal. Was für ein Helm? Scuba. Scuba. Der sieht aus wie von South Park. Der Kenny ist das, glaube ich, ne? Der Orangene. Der immer nur so rummurmelt, so sah das jetzt aus. Der immer getötet wird? Ja, genau. Ah. Ja, doch, das Kenny, genau. Dann den Nano. Ah, genau, der Helm ist der Wahnsinn. Jetzt pass mal auf. Dann brauchen wir erstmal den Helm hier. Mal warum? Und dafür brauchen wir den Helm. Ja, echt? Du brauchst für den Helm. Und dafür brauchen wir noch das hier. Brauchst du 3 andere Helme. 1, 2, 3. Ja, genau, du brauchst 3 andere Helme. Und für den einen Helm brauchst du voll viele Sachen noch. Reinforced Glass. Ah, jetzt brauche ich die Platten hier wieder. Wo sind sie? Und ihr hört die ganze Zeit dieses wunderschöne Geräusch. Alter. Ich glaube, ich nehme die mal raus. Ich glaube, das reicht. Hey! Ah. Und dann mache ich den auch mal aus. Hört gleich auf. Gleich haben wir das Rauschen weg. Alter. Reinforced Glass haben wir jetzt. Pass auf, jetzt können wir den Helm schon mal ein bisschen wieder besser bauen. Jetzt brauche ich noch einen Luminator. Ma!
Ich meine, klar, man hat natürlich tolle Sachen, die man craften kann, um mal was ganz anderes, aber man, ne? Es wird nicht mehr aufhören, Peter. Nein. Nie wieder. Man muss immer so Mikro-Crafting machen. Und das fanden die früher, Leute früher richtig geil, so, weißt du? Machte mal ein Modpack auf Hardcore und dann haben die 15 Minuten nur ein Crafting-Terminal gesehen. Da dachte mir so, da kann man doch mal was anderes noch nebenbei machen. Mit GregTech war das, ne? Das war ja auch nur so ein Industrial-Crafting. Oh, das hat aufgehört, Alter. Ja, und da hat also man echt eigentlich nur die ganze Zeit Dinge gesehen, ne? Ja. Aber da finde ich jetzt der Hardcore-Modpack schon cooler, wo du dann halt für ein Item irgendwie 5 Mods kombinieren musst oder noch mehr. Ja, da ist ein bisschen mehr, mehr nachgedacht worden auf jeden Fall. Und nicht einfach nur Craft, für das Rezept brauchst du das. Genau. So, du willst deinen Helm haben und davor musst du dann 20 3x3 Rezepte craften. Ja, genau. Und 10 andere Helme. Ja. So wie jetzt hier, warte. Ich meine, geht ja auch, aber desto schlimmer wird es. Ja, das ist echt so. Du brauchst einen Helm, dafür brauchst du eine Batterie. Für die Batterie brauchst du den Kompressor, für den Kompressor brauchst du den Furnace, für den Furnace brauchst du den Generator. Und dann nimmt es keinen normalen Strom an und du musst immer weiter rein. Genau. Aber warte mal, wenn du gleich mal drin bist, gehen wir auf den Helm von Quantum Suit, der ist voll geil. Okay. So, Advanced Re-Battery. So, jetzt haben wir Night Vision Goggles. Finde ich eigentlich ganz cool, dass man quasi einen Helm hat, der nur Night Vision hat. Ich meine, klar, verdienst du dir so auch die Sachen ein bisschen, also die sind dann wahrscheinlich ein bisschen mehrwertiger, weil da länger dran warst. Als wenn du jetzt so ein Endio-Rüstung machst und da einfach nur eine Night Vision Potion reindrückst. Ja, finde ich halt cooler. Quantum Helm. Fertig. Finishing up. Die sieht aber geil aus, muss ich dazu sagen. Quantum-Rüstung? Ja, die ist gut. Jetzt brauchen nur noch eine Hose. Nur noch. Ja, überleg mal, wie krass sich das so entwickelt hat. Früher war das die krasseste Rüstung. Genau, jetzt braucht die keiner mehr so. Genau, jetzt hast du eine Draconic-Rüstung, die dich einfach schadensimmun macht, wo du nicht mehr sterben kannst. Ja. Fertig. Hammer. Ah, ne, das ist dein. Ist, lol. Kann ich jetzt abgeben, oder was? Ah, ne, brauche ich im Inventar wahrscheinlich. Hammer. Ich hoffe, die wird nicht, ne? Konsumt. Und die Barren hast du mir gegeben, right? Jo. Wow. Das war echt geil, ey. Okay, Haken. Also da wäre ein Haken dran. Ah, ne, in der Mitte fehlt noch was. Ja, das wollte ich ja machen. Dann ist praktisch Minecraft gecrashed. Oh. Ein Hop-Graphit-Ingot fehlt da noch. Hop. Graphit-Ingot. Oh nein, warte. Alter, wie viel Geld haben wir denn? Die Kiste ist voll. Ja, eine halbe Million. Was ist denn da los, Alter? Ah, joined the game. Was ist denn da los? Was denn da los? Amili, Amili, Amili. Warte, nicht hauen, bitte. Ich habe andere Rüstung. Ja, Junge. Bin ich bestimmt instant tot, wenn du mich einmal anguckst. So, warte, was wollte ich denn? Ah ja, die Gem-Rüstung. Ah, ich glaube, die kann man, die hat auch MC, ja, die hat super viel MC. Soll ich mal gucken, ob ich dich töte mit einem Schwert? Nee, es hat 15 Damage. Guck mal, gar nichts gemacht. Ja, hör auf! Okay, sorry. Nicht hauen! Ich kriege wieder Flashbacks von gestern, ne? Hör auf! Ja, immer zack, tot, zack, tot. Hey! Hey! Ich hab Portal abgebaut. Oh, bin runtergefallen. Davon muss ich ja was bauen, Heiko. Lol, warum? Von was? Von der Gem-Rüstung. Oh, oh. Ah, die Gem Boots gehen nicht. Warum nicht? Heißt die anders? Was passiert? Abgespürt? Also ja. Echt schon wieder? Aber diesmal habe ich nichts gesucht. Heiko, ich glaube, du hast echt ein Problem. Ja, glaub auch. Alter, was ist das denn für ein Rezept? Warum macht er so? Nichts wissen. Ey, das ist ja mal super teuer. Ich kann das nicht bauen, weil schon wenig MC drin ist, glaube ich. Nein, Quatsch. War es okay. Da muss man so einen ganz fetten Ring bauen. Ah, ne, jetzt ein anderer Thruster. Lol. Ich unterstütze dich in der Folge mal mental, ne? Ja, genau, mach das mal. Und audioell. Stimmt. Ja, da müssen wir halt wieder. Alter, warum? Warum? Okay. Warum, Junge? Welchen Ring brauchst du denn? Ich wollte die Gamboots bauen. Da brauchst du halt zwei Swift Wolves Rending Gale, die auch eine spezielle Quest sind hier. Das sind, glaube ich, die Ringe, mit denen man fliegen kann. Und die kommen quasi in deine Beine rein, in die Füße.
Und lass nicht dann fliegen. Ist das Magie? Na, ich glaube nicht. Ich glaube, ich fange dann mit dem Electric mit dem Jetpacks an. Wie wir uns beide hardcore vor der Magie drücken, ne? Alle machen nur so Technik-Quests die ganze Zeit und die Magie, da klickt man gar nicht erst drauf. Ach so, ich dachte, du wolltest die machen, hast du doch gesagt gehabt. Was? Du hast nicht ich gesagt, lass mir Magie Worte bitte. Mund. Ja, genau, das war nicht so, was ich jemals gesagt habe. Oh. Lass mir Magie bitte. Worte, die Castcrafter niemals in den Mund nahmen. Genau. In den Mund nahmen, vor allen Dingen. Namen. Loot Crate. Nehmen würde. Was vielleicht mehr. Warte mal, Vibrant Jetpack. Wow. Oh nein, das braucht man. Oh nein. Oh nein. Was kommt denn da in die Mitte rein? Ah, ein Energetic Jetpack. Und da kommt ein Electrical Steel Jetpack. Da kommt ein Kondo. Mal, wollen die mich jetzt. Ey, will ich ja, aber da machst du ja nur das Jetpack anders, ne? Das wertest du ja immer auf. Bam, bam, bam. Ja, aber sind trotzdem andere Jetpacks, die man generell bauen muss. Ja. Aber das ist ja gut. Was hast du denn jetzt? Mund. Hast du Lippen eingeklemmt oder was? Ja, und Backen zusammengepresst. Klingt aber gut, hör mal. Hey, was mach ich denn hier? Ah, hier, Vibrant Jetpack. Ich glaube, das habe ich, ne? Kann ich das machen? Ja, gut, das geht. Nein, da muss ich jetzt. Ich wollte gerade sagen, ja, das geht ja, ne? Aber da muss man was craften hier. Nee, ich glaube, das schaffst du. Nein! Doch! Ich brauche Industrial Machine Casings. Oh, oh. Die haben, glaube ich, kein EMC, ne? Doch, haben die. Nee, haben die nicht. Die Vorstufe hat. Nicht? Schade. Der Industrial Dye Blend. Was machen wir denn jetzt? Ja, ich crafte. Ich weiß nicht, was du machst. Weißt du? Magie-Modpack, weg ist er. Ich starte. Ja, 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 ja. Ist klar, Junge. Ist klar. Hey! Nehmen wir Leute, da einfach nur noch Eier drin sind. Ja, da habe ich Kuchenteig gemacht. Kuchenteig? Ja. Warum? So zum Essen? Oder Kuchenbase, glaube ich. Kuchenbase war das. Kuchenbase-Teig. Junge. Ah, nee, warte mal. Deswegen war der ja. Warte, pass auf. Verwirrter sein Sohn. Pass auf. So. Was? Ah, hier. Jetzt geht's. Nice. Okay, warte. Dauert ein bisschen lange. Und jetzt haben wir mal die Loot Crate auf. Abo. Disenchant, da wollte ich schon immer mal haben. Das war ja mal mega nicht so gut jetzt. Genau, mega nicht so gut. Zack. Ich glaube, ich verstecke das Geld jetzt, wenn Heiko nicht wiederkommt. Hey! Ich gebe dann den 100-Dollar-Schein einfach einen EMC-Wert. Was war das denn? Was passiert? Boah, krass. Peter. Mit Musik. Was denn? Culmination. Das muss in deiner Folge auch mal machen. Was denn? Ja, ich habe so ein Industrial Machine Casing gebaut und da kam wie so eine Fanfare so. Also super krass. Eine Fanfare? Ja, ich weiß nicht, ob das eine Fanfare war. Auf jeden Fall war er super heftig. Super heftig, sag ich mal. Was ist denn eine Fanfare? Ja, so ein Jingle, so ein Musikding kam dann. Din, 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 ja, nur episch halt, ne? Es ist bald wieder Weihnachten. Da ist er wieder. Komm mal her. Oh, wolltest du in der Folge machen oder wolltest du das jetzt machen? Warte, ich glaube, ich crash gleich nochmal. Also nicht crash, aber flieh vom Server, dann muss ich auch nochmal neu connecten. Das ist so geil, die Musik. Muss ich mal angucken, Alter. Wow! Electric Steel Jetpack. Loading Terror. Energetic Jetpack. Vibrant Jetpack. Jetzt aber, jetzt. Komm, nimm mal raus, das ist der Wahnsinn. Deswegen habe ich dich auch gerade unterbrochen, weil ich die Musik so krass fand. Also ich war super geflasht. Komm mal schnell her. Ja. Komm mal. Ich lade doch noch. Lass mich doch kurz joinen, bitte. Jetzt. Geh mal jetzt zu dem Erleuchtsmelter. Hol das mal raus. Komm, Peter, wir gehen einkaufen. Vielleicht höre ich das nochmal. Rennen! Hä? Hast du das? Fang mich! Warte, hier, nimm mal. Lass mal da raus. Ja? Und, wie war die Musik? Ja, das ist Vanilla Minecraft. Das war voll die krasse Musik, Alter. Ja. Das ist, wenn du, glaube ich, so ein episches Advancement bekommst. Das war noch nie. Habe ich noch nie gehört vorher. Ich noch nie ein episches Advancement gemacht? Nein. Boah. Warte mal, kann man Gas spawnen? Es gibt Dark Solarium. Seit wann gibt's das denn?
Ah, Simple Jetpacks, okay. Nein, du spawnst kein Guard, hatten wir doch schon. Okay, ja, ich wollte gucken, ob das dann auch Return to Sender auch kommt, weißt du? Ah, nee, ich glaub nicht. Geh mal in der Hölle rein. Geh mal in der Hölle. Hey! Silicon Armor hoch, Planting. Hoch. Ruckelt schon so ein bisschen, ne? Ich glaube, wir haben echt zu viel da drin an Items. Wow! Ja, stimmt. Hier waren 12 Oktober Compressed drin. Ha! Oh. Guck mal, die Rüstung ist voll krass. Guck mal. Warum? Hey, die ist super schnell, ne? Das war seine Vorspur. Alter. Das war seine Vorspur. Stimmt, wie du auch hier vorbeirennst. Guck mal in die Kiste von der Hühnerfarm rein, Peter. Ich glaube, wir kriegen fast 1 Million. Also. Aber die sind noch nicht alle voll, ne? Kann ich fliegen? Ja, klar kann ich fliegen. Ich glaube, kann ich schnell fliegen? Ne, schade nicht. Also, ich kann mir schon vorstellen. Ne, sind immer noch nicht alle voll. Alter. Und das ist nur eine Wand. Wir würden ja später wirklich dann 10 Millionen pro Sekunde bekommen. Wir kriegen jetzt schon fast 1 Million. Ja, klar. Hey. Oh! Ja, das war Karma. Guck mal, Peter. Das, als würde man vorspulen. Weil du bist schneller als ich. Ja, klar, guck mal. Das war echt so, ne? Jetzt laufe ich in die andere Richtung. Jetzt kannst du mich mal. Hey! Boah, ich weiß, was ich machen wollte die ganze Zeit, Peter. Jetzt hast du mich draufgebracht. Danke. Ja, bitteschön. Aber ich würde mal sagen, die Rüstung wird jetzt gebaut. Super geil eigentlich. Und ich würde sagen, lass. Oh, ist runtergefallen. Lasst die Bewertung da, guckt gleich bei Maiko vorbei und dann werden wir auch die nächste Mal die Gem-Rüstung machen. Obwohl, da müssen wir noch ein bisschen was craften, glaube ich. Also, haut rein, bis zum nächsten Part. Tschüss!